Hi und herzlich willkommen bei uns im Depot-Channel. Wir machen heute zusammen ein Oberkörper-Workout. Ich bin Julia und ich habe mir 7 Eigenkörpergewichtsübungen überlegt, wie wir jede Muskelgruppe vom Oberkörper bearbeiten können. Genau, wir haben immer 2 bis 3 Sätze und circa 10 bis 15 Wiederholungen. Wem das zu wenig ist, noch einen Satz drauflegen. Okay, wir fangen direkt an mit Liegestütz. Wir haben 3 Varianten: Diamant, Normal und Breit. Dann fangen wir direkt an. 10 Stück. Vergesst nicht, euch vorher aufzuwärmen. Sehr gut. Okay. Wir gehen hoch, schmal die Hände und 10. Drei, zwei, eins. Wir machen eine kurze Pause, bis wir zu den normalen übergehen. Bei den schmalen haben wir am meisten Trizeps. Dann gehen wir über zu den normalen, wo wir auch die Vorderseite mehr dabei haben. Und bei den breiten dann ein bisschen mehr Bizeps und Brust. So. Wir machen uns breit. Und nehmen die Hände etwas über Schulterbreit und machen wieder 10. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins und absetzen. Wem das Ganze zu schwer wird, der geht auf die Knie. Genau. Kurze Pause, immer schön atmen und immer darauf achten, dass ihr den Bauch ranzieht und dadurch das Becken gerade stellt. Dann machen wir uns bereit für Runde 3. Schön breit, Hände mindestens mal neben der Matte. Wer es richtig schwer will, macht es richtig breit. Und wieder 10 Stück. Fingerspitzen zeigen leicht nach außen. 10. 1. Sehr schön. So, wer noch eine Runde will, macht jetzt Stopp und wiederholt das Ganze. Dann tötet ihr den Trizeps. Wir gehen jetzt über zum Rücken. Wir machen Superman mit Delta Flies. Wir legen uns alle auf den Bauch. In der ersten Runde lassen wir die Beine auf dem Boden liegen. Arm nach vorne. Wir heben an, ziehen ran, gehen nach vorne und runter. Das Ganze machen wir 20 Mal. Bei Runde 2 machen wir es dynamisch mit den Beinen. Dann haben wir den unteren Rücken. Und bei Runde 3 haben wir es statisch und halten immer 10 Sekunden. Gehen nach vorne, ablegen, halten. Okay, dann legen wir los mit Runde 1. Beine ablegen, Arme nach vorne und 20 Mal. 1. 2. Schön darauf achten, Bauchspannung zu behalten. 9, 8, Blick immer schön zur Decke, damit wir den Nacken nicht verspannen. 4, 3, 2, 1 und der letzte. Sehr gut, okay. Kurze Entspannung. Danach dynamisch, wir nehmen die Beine mit. Achtet darauf, auch hier, wenn ihr liegt, wenn ihr hochgeht, eher auszuatmen, damit ihr sicher geht, dass ihr nicht nur durch die Einatmung euren Oberkörper nach oben bekommt. Genau, fester Brustkorb,
Wir arbeiten aus dem Rücken. Runde 2, dynamisch. Ablegen und Arme und Beine hoch. 20, 19, 10, achte drauf, auszuatmen beim Hochgehen. Vier, drei, zwei und der letzte. Sehr schön. Als nächstes machen wir 10 statische, wo wir mal 10 Sekunden halten. Wird nochmal ein bisschen anstrengender für die Mitte vom Rücken, dann nehmen wir den Trapez mehr mit rein. Genau, schön entspannen und wieder dran denken, ausatmen, Bauch zusammenziehen, wenn ihr hochgeht. So, bereit machen für Runde 3. Und runter. Beine bleiben liegen. Wir bleiben statisch und 10. Richtig hoch. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, nach vorne, absenken, hoch und wieder. 10, 9, 7, 6, 3, 2, 1, nach vorne. Absenken und wieder zurück. Und 5, 4, 3, 2, 1 und erneut. Und hoch. Und die zwei letzten. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Einmal noch und hoch, mal richtig schön. Blick zur Decke und wir halten die Spannung auch im Bauch. 5, 4, 3, 2, 1. Super. Die erste Runde Rücken habt ihr geschafft. So, als nächstes machen wir eine dynamische Übung für den Rücken. Und zwar das Chamäleon. Wir gehen in den Liegestütz. Ich zeige es einmal. Und danach machen wir gemeinsam auch 3x15. Zuerst nur zurückschieben und nach vorne. Wir drücken aus den Schulterblättern. Als zweites machen wir das Ganze aus dem Push-Up. Wir machen einen Push-Up und drücken zurück. Und gehen wieder in den Push-Up. Okay? Wir machen 15, 10, 10. Dann legen wir los. Runde 1. In den Stütz. Und 1. 2. 3. 4. 5. Noch 5 weitere. 5, 4, 3, 2, 1. Wir entspannen kurz und gehen dann über zu den Push-Ups. Das heißt, wir drücken uns hoch und drücken dann in die Schulterblätter. Da merkt man es noch mal intensiver, das Ganze. So, breit machen, tief ausatmen. Noch hier wieder drauf achten. Schön reinziehen und wir legen los. Wir gehen in die Push-Ups und runter nach hinten.
3, 2, 1 und absetzen. So, noch eine Runde, A10. Und dann geht's weiter mit dem Rücken noch einmal. Und dann nochmal der Trizeps und den Bizeps machen wir auch noch. Was das ist, könnt ihr gespannt sein mit dem eigenen Körpergewicht. So, ein letztes Mal. 10 Stück. Ohne oder mit Push-Up könnt ihr euch aussuchen. Und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und der letzte. Sehr schön. Wir legen uns gleich nochmal hin und machen einen Satz Super Burns für den Rücken. So, wir legen uns wieder auf den Bauch. Position wie zuvor. Wir heben hier an, ziehen zurück, gehen hier zusammen und wiederholen den Zyklus. Wir haben die Rotatoren mit drin und besonders schön hier Schulterblätten, oberer und mittlerer Trapez. Dann lasst uns loslegen. Arm nach vorne, legt euch ab und 1, 2, wir machen 20, 3, und noch 10, 9, die letzten 5, nochmal richtig schön oben halten, 3, 2, 1, okay, sehr schön. Die meisten werden ja jetzt auch die Schultern schön gemerkt haben. Wir gehen jetzt nochmal isoliert auf den Trizeps. Wer möchte, kann es auf den Füßen machen. Wenn ich möchte, auf den Knien. Das ist eine schwierige Übung. Wir machen 2 Sätze, 2 mal 10. Wir gehen auf die Unterarme und drücken aus den Unterarmen nach oben. Okay, das ist relativ isoliertes Trizepsdrücken. Dann legen wir mal los. Alle in die Position. Ihr könnt es, wie schon gesagt, auch auf den Füßen machen. So, und 10, 9, 8, 7, Bauch anspannen, 6, 5, 4, 3, 2, 1, und der letzte. So, kurze Pause, dann machen wir noch eine zweite Runde. Müsstet ihr ziemlich isoliert im Trizeps merken. So, kurz nochmal durchatmen. Kleine Pause, ihr könnt auch mal die Arme ausschütteln. Wenn mir jetzt die Ellenbogen oder die Schultern wehtun, besser lassen. Gibt's auch vielfalls. So, dann legen wir nochmal los, zweite Runde. Okay, richtig schön Druck auf die Hände und 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und der letzte. So, sehr schön. Jetzt machen wir noch was für den Bizeps. Sieht etwas merkwürdig aus, ist aber wirklich sehr effektiv. Und so, versucht's einfach, ist erstmal ein bisschen merkwürdig. Wir machen mit dem Bein Bizep Curls, okay? Wir benutzen unser eines Bein als Rampe und das andere versuchen wir recht entspannt liegen zu lassen. Vorteilhaft ist es jetzt, wenn ihr den Schuh auszieht, dass ihr sliden könnt. Ich versuch's mal so. Wir nehmen unser eines Bein und machen 10-mal einen Bizep Curl. Und 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ihr könnt Gegendruck aufbauen, ihr könnt aber auch euren Arm oder euer Bein schön locker lassen, besser gesagt. Dann wird es richtig anstrengend, besonders wenn man schön schwere Beine hat. Andere Seite, wir stützen ab und schön das Bein locker lassen, aktiv. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. So, der letzte. Okay, wir machen noch eine Runde, weil es so schön war. Den Radius könnt ihr, wie schon gesagt, erhöhen, wenn ihr das Bein jetzt so sliden lässt. Geht jetzt hier nicht so gut mit meinen Schuhen. Ich habe das gestern schon mal gemacht, indem ich das gerade ausgestreckt habe und dann von ganz unten zieht ihr das hoch und könnt es dann wieder ganz nach unten sliden lassen. Dann habt ihr einen größeren Radius, aber es ist eine super Übung mit dem eigenen Körpergewicht. Wir versuchen es wieder. Okay, 10 Mal. 10. 9. 8. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und den letzten. Sehr schön. Direkter Wechsel und anderes Bein und 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und der letzte. So, davon könnt ihr gerne noch 2 Sätze machen. Ich würde mich jetzt hier von euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich habe mir Mühe gegeben, schöne Eigenkörpergewichtsübungen rauszusuchen. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Macht's gut.